Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und ich bin sehr traurig, dass ich diese Folge überhaupt machen muss, denn Pokémon Home ist draußen. Und ich persönlich habe schon meine Meinung über Pokémon Home gesagt. Ich brauche es nicht. Für mich ist das komplett überflüssig. Ich kann den ganzen Hype dahinter nicht verstehen. Ich verstehe den Sinn nicht. Ich verstehe gar nichts. Das Einzige, was ich positiv erwähnen kann, ist, dass es nun möglich ist, auch ohne eine Nintendo Switch und ohne Let's Go Evoli oder Let's Go Pikachu an eine Meltan-Box zu kommen. Das wird ja gebührend gefeiert momentan mit diesem Pokémon Home Event, wo auch Meltan in dieser Zeit wieder schillernd sein kann. Aber seitdem höre ich den ganzen Tag überall, egal wo ich hingucke, nur noch die eine Frage. Was ist dieser Meltan-Box? Gut, es sind mehrere Fragen. Was ist diese Meltan-Box? Wie bekomme ich diese Meltan-Box? Was ist Pokémon Home? Wie verbinde ich mich mit Pokémon Home? Brauche ich eine Switch? Was muss ich machen? Bei mir geht es nicht. Ich kriege es nicht hin. Hin und her. Ich habe mir gedacht, kann das denn wirklich so schwer sein, Pokémon Go mit Pokémon Home zu verbinden, um an die Meltan-Box zu kommen? Das hat mich jetzt nicht kalt gelassen, denn selbst in der Ramses-Fangruppe, Link in der Beschreibung, hat zuletzt auch wieder jemand geschrieben, kann mir einer helfen, weil die Leute sind massenhaft überfordert. Nicht nur in der Ramses-Fangruppe, auch in der Ramses-Raid-Gruppe, Link in der Beschreibung, ist oft die Frage aufgekommen mit Pokémon Home hier und da. Ich möchte mir das jetzt mal angucken, wo ist das Problem? Für alle, die das nicht wissen, Pokémon Home ist sozusagen eine extra App. Pokémon Home müsst ihr, wenn ihr Pokémon Home haben wollt, wie hier zu sehen, aus dem Play Store oder App Store downloaden. Gebt mal Pokémon Home ein. Dann seht ihr hier oben schon das Bild Pokémon Home. Das ist wirklich eine Wolke, wo ihr eure Pokémon sammelt, aber diese Wolke müsst ihr erst aus dem Himmel ziehen. Der Play Store ist der Himmel und diese Wolke müsst ihr zu euch ziehen, indem ihr die da runterladet. So, jetzt habe ich die also runtergeladen. Deswegen sieht man auch, hier ist Pokémon Home auf der zweiten Seite. Wenn ich jetzt was machen will, gehe ich auf meine Einstellungen, ja? Ich gehe auf meine Einstellungen, viele Leute gucken da, sie sehen, sie können hier zur Nintendo Switch eine Verbindung herstellen. So hat man sonst immer die Meltan-Box bekommen, Nintendo Switch gehabt, Handy und Switch verbunden, Pokémon rübergetauscht, Box bekommen. Man braucht für Home keine Switch, deswegen steht ja Home und Switch extra. Also drückt man auf Pokémon Home, weil man will ja mit Pokémon Home interagieren. Jetzt steht auch da, dass man einen Nintendo-Account braucht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr schon einen Nintendo-Account habt. Es gibt diverse Spiele im Play Store, die von Nintendo sind. Wenn man die spielen möchte, muss man sich sowieso einen Nintendo-Account anlegen. Ich hatte die ganze Zeit keinen, bis der Marius da war. Mein Cousin mit seiner Freundin kam, die den ganzen Tag Mario Kart gespielt haben und dafür musste man einen Nintendo-Account anlegen. So wurde ich gezwungen, mir einen Nintendo-Account anzulegen, was nicht schlimm ist. Drückst auf neuen Account anlegen, wunderbar. Dann legst du dir halt den Namen fest, das Passwort fest, kriegst eine E-Mail, bestätigst das. Dann hast du einen Nintendo-Account. Das ist wie wenn ihr euch einen E-Mail-Account erstellt, wie wenn ihr euch einen Pokémon Go-Account erstellt. Einen Account erstellen dürfte nicht das Problem sein. Hier steht Nintendo-Account anmelden. Alles klar, wir drücken mal hier drauf. Und wir sehen Nintendo, wir sind auf der Nintendo-Seite angemeldet in unserem Nintendo-Account. Hier steht jetzt auch MC Ramses, weil so heißt mein Nintendo-Account. Hier ist ein Passwort, was gespeichert ist. Wir tun das gespeicherte Passwort hier rein, ihr gebt eures selber ein. Und dann haben wir, es kann keine Verbindung hergestellt werden, wie der Kollege eben aus dem Screenshot. Das möchte ich jetzt lösen, indem ich mich mit Pokémon Home befasse. Und zwar habe ich deshalb erstmal die Pokémon Home App runtergeladen.
Wenn ihr die gar nicht habt, geht das nicht, weil ihr seid zwar in eurem Nintendo-Account, aber euer Nintendo-Account ist nicht mit Pokémon Home verknüpft. Er ist dann sozusagen mit Pokémon Go verknüpft, aber nicht mit Home. Ihr müsst euch also die Pokémon Home-App runterladen und auch in der Pokémon Home-App euch mit dem Nintendo-Account anmelden, sodass ihr zwischen Go und Home eine Verbindung herstellt mit eurem Nintendo-Account. Und wenn ich hier reingehe, das erklärt sich doch alles von selber. Welche Sprache möchtest du? Deutsch. Kannst du später ändern. Okay. Wo wohne ich überhaupt? Europa. Wie genau? Deutschland. Kannst du später ändern, wenn du ausziehst. Dann gibst du dein Geburtsdatum ein. Das wäre in dem Fall hier der 16.07.1988. So, wie ist euer Geburtsdatum? Schreibt es mal in die Kommentare, dann drückt ihr auf Weiter. Das müsst ihr euch natürlich nicht durchlesen, das ist egal, das ist das Kleingedruckte. Ihr macht die zwei Häkchen rein, geht wieder auf Weiter, dann geht ihr wieder auf Weiter und lest am besten gar nicht, was da steht. Wundert euch aber nicht, wenn das Bankkonto irgendwann leer ist. Und jetzt, es steht da Account verknüpfen oder nicht verknüpfen. Ja, was wollt ihr denn eigentlich machen? Account verknüpfen würde ich mal machen. Was hat es denn jetzt schon wieder? Wir möchten natürlich verknüpfen. Wenn ihr jetzt noch keinen Nintendo-Account habt oder so, müsstet ihr wahrscheinlich einen erstellen. Oder ihr könnt eure Daten überprüfen, dass das alles passt, dass das alles so aktuell ist. Ihr möchtet eine Verknüpfung durchführen. Ihr möchtet die durchführen. Ihr drückt nochmal auf Verknüpfen 500.000 Mal. Oh, und es haut euch wieder auf diese Nintendo-Seite, wo ihr ja schon wieder euer Passwort eingeben könnt und verknüpft jetzt Pokémon Home mit eurer Nintendo-ID, mit eurem Nintendo. Was? Wir konnten nicht verifizieren, ob dieser Nintendo-Account mit der Nintendo Switch-Version von Pokémon Home verwendet wird. Nein, wird er nicht. Dies ist deine erste Nutzung von Pokémon Home? Ja. Möchtest du Pokémon Home für mobile Geräte mit einem Nintendo-Konto verknüpfen? Ja. Wenn du diese Nachricht siehst, obwohl du bereits die Nintendo Switch-Version habe ich nicht. Ich drücke einfach mal auf Ja. Es lädt. Und nachdem es geladen hat, zum Starten berühren. Sehr schön. Jetzt können wir mal hier drauf drücken. Und dann hat auch der Typ die hässliche Brille, genau dieselbe, die ich mir jetzt angelegt habe. Boah. Mach die schreckliche Musik weg. Na gut, ein bisschen müssen wir doch anlassen. Lass den einfach mal reden, ja? Gib deinen Namen ein, den du für dein Konto verwenden möchtest. Nennen wir uns einfach mal Ramses der Dicke, wow, Ramses der Dick, gut, geht nicht, nehmen wir halt MC Ramses, ihr nehmt natürlich was anderes, ich schwöre, wir nehmen dasselbe, so, wir drücken mal weiter, wähle eine Figur aus, wir möchten natürlich das alte vergammelte Schwarz-Weiß-Männchen und MC Ramses, genau, kannst du später ändern, kannst du sowieso alles ändern. Jetzt freut er sich, übelst der Hippie, Alter, was geht ab? Der hat bestimmt auch Hanfjoghurt gegessen, glaube ich. Eigentlich ist komplett egal, was der sagt, oder? Ihr wollt doch einfach nur diese schöne Meltan-Box. Sucht ihr eines dieser Pokémon aus. Ah. Grüße gehen raus an BisaFanTV. Wir nehmen natürlich das Bisasam. So, nehmen wir das. Spitznamen geben. Bisa Fan TV, so. Muss ich jetzt hier ein Pokédex anlegen und das alles machen? Wollte ich doch eigentlich gar nicht. Bruder, ich wollte doch nur das Pokémon, mir ein Pokémon darüber tauschen. Wie 38 MB werden heruntergeladen. Ich bin nicht im, ja, fahr halt fort. Ich bin auf jeden Fall nicht im WLAN. Es lädt. Gut, solange es lädt, sehen wir schon, dass das viel zu weit geht, aber es tut sich auf jeden Fall was. Wir sind schon viel weiter als die Leute,
Die fragen, ob ich eine Switch brauche, denn ich bin ja schon bei der App am Start ohne eine Switch. Wir sind schon viel weiter als die Leute, die auf Home drücken und sagen, was, was steht da? Lest einfach, was da steht. Es steht doch eigentlich alles da. Ich wäre jetzt nur froh, wenn er mich endlich mal in Ruhe lässt. Bruder, wie sieht's denn jetzt aus, wenn ich auf Pokémon Go gehe? Natürlich lädt das jetzt komplett neu. Jetzt habe ich doch eigentlich Pokémon Home eingerichtet, glaube ich. Ich habe Pokémon Home eingerichtet. Ich habe mein Nintendo-Konto verknüpft. Jetzt müsste ich doch nur in Pokémon Go auf Pokémon Home drücken und dann müsste das über das Konto erkennen, dass ich da drin bin und da drin bin und dann müsste mir das doch schon Zugang gewähren. Also drücke ich auf Pokémon Home, melde mich an mit meinem Nintendo-Konto, wie eben gemacht, genau, okay. Und jetzt dürfte es mir keine Fehlermeldung mehr anzeigen, sondern es zeigt mir an, Pokémon übertragen. Und wo war jetzt das Problem? Ich verstehe es nicht. Also ich drücke auf Pokémon übertragen, okay, fortsetzen, was nehmen wir denn? Naja, den wollen wir nicht unbedingt nehmen. Wir nehmen mal was Hässliches, was zuletzt gefangen wurde. Wir nehmen das Phlegmon, weil es ein Event-Pokémon ist. Zack! Bist du sicher, dass du ein Pokémon verschicken möchtest? Ihr könnt auch mehrere auswählen, aber denkt dran, ihr könnt die an Pokémon Home senden, aber ihr könnt von Pokémon Home nichts zu Pokémon Go senden. Das ist eine Einbahnstraße, das geht nicht weiter. Jetzt übertragen wir dieses eine schöne Pokémon. Fertig, wunderbar. Und ich glaube, wenn ich jetzt keine Meltan-Box gehabt hätte, dann hätte ich jetzt eben diese Wunderbox bekommen. Als Dankeschön, dass ich das Pokémon übertragen habe. Problem ist, ich habe noch eine Wunderbox. Die habe ich nämlich noch vom Falco, als der da war. Und die können wir in einem Stream am Freitag vielleicht aufmachen und eine Stunde Meltan farmen. Aber ja, das ist doch eigentlich, hat sich das doch alles von alleine geklärt. Es gibt den extra Button hier. Jetzt ist das auch verknüpft und weil es einmal verknüpft ist, steht jetzt immer da Pokémon übertragen und ihr könnt jedes Mal ein Pokémon übertragen. Jetzt läuft ein Cooldown ab, wenn ihr sofort wieder übertragen wollt, kostet das einen Coin. Wenn ihr wartet und übertragt morgen eins, kostet das nichts. Das kann man sich halt, wozu sollte man 1000 Pokémon mit einmal übertragen, das verstehe ich auch nicht. Auf jeden Fall, ihr könnt jetzt übertragen, so viel ihr wollt. Die App an sich ist komplett wurscht. Ich weiß nicht, was ist, wenn wir die jetzt nochmal aufmachen, ob wir dann sehen, dass wir jetzt ein Phlegmon übertragen haben und das in Pokémon Home drin ist. Wir berühren einfach mal, zum Starten berühren. Es sammelt Daten und dann müsste uns das ja eigentlich auch das Phlegmon anzeigen. Eins oder mehrere Pokémon wurden aus Pokémon Go übertragen. Möchtest du sie empfangen? Ja. Du kannst Pokémon empfangen, die aus Pokémon Go übertragen wurden. Wow, zeig mal, was haben wir denn Schönes? Jetzt lädt es nochmal eine Stunde Pokémon empfangen. Junge, wie oft muss man da drauf drücken? Du hast die Pokémon aus Pokémon Go empfangen. Okay, das ist aber schön. Jetzt kann ich, wenn ich auf Pokémon drücke, sehe ich, was ich alles habe. Nämlich, ich habe ein Phlegmon, ich habe einen Bisasam und hier ist auch noch ein Pikachu. Oh mein Gott, das sieht ja eigentlich richtig cool aus hier drin, muss ich sagen, aber ich möchte mich da drin eigentlich gar nicht weiter aufhalten, weil, nee, keine Ahnung, ich brauche ich alles nicht, egal, hier steht auch nochmal Wunderbox. Was steht hier dran bei Wunderbox? Lust auf ein bisschen, sie wundern sich also für dich. Wähle ein Pokémon aus, das du zum Tausch anbieten möchtest und lege es in die Wunderbox ab. Ach so, so kann man natürlich mit Leuten tauschen und du weißt nicht, was du bekommst. Du kannst so Wunderbox-Trades machen, dass du was da reinschmeißt, ein anderer schmeißt auch was und dann tauscht ihr zwei Boxen aus und du kriegst, keine Ahnung, häufig getauschte Pokémon. Okay, wunderbar. Ja, keine Ahnung, was will man doch noch großartig erklären? Ihr müsst euch einfach nur die Pokémon Home App runterladen. Zur Pokémon Go App, die ihr eh schon habt. Ihr braucht einen Nintendo Account.
Mit dem meldet ihr euch an bei Pokémon Home und bei Pokémon Go. Und das ist die Schnittstelle, wo ihr dann die Pokémon über diesen Nintendo-Account übertragen könnt. Und für das Übertragen bekommt ihr dann diese Meltan-Box. Mehr ist es nicht. Das ist so einfach, dass man ein 15-Minuten-Video dazu braucht. Also bevor noch Fragen sind, guckt euch dieses verschmierte Video an und dann wisst ihr Bescheid. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns jetzt beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.